Bei der Preisskala am Samstagabend war auch der Kultursenator von Berlin, Joe Cialo, von der CDU mit im Saal. Im Gespräch mit meinem Kollegen Ingo Zamperoni in den Tagesteam gestern Abend hat Cialo geschildert, wie er die umstrittenen Äußerungen auf der Veranstaltung erlebt hat. Es war äh, tatsächlich eine in Teilen belastende Situation. Warum? Weil antisemitische, antiisraelische Äußerungen. Unwidersprochen geblieben sind, weil eine Bühne geboten würde für eine wirklich einseitige Darstellung der aktuellen Verhältnisse. Und gerade in der Kulturlandschaft, in der viele, die dort waren, sich hätten solidarisieren müssen mit den Opfern des Festival-Massakers, das völlig ausgeblieben ist, in irgendeiner Form zu kontextualisieren. Insofern war das tatsächlich ein Problem. Und es gab ja auch viel Applaus für die so einseitig israelfeindlichen Aussagen. Wie sehr hat sie das überrascht? Das hat mich überhaupt nicht überrascht, ähm, die zum Teil selbstgerechten Äußerungen. Wir haben das ja schon erlebt bei der Documenta 15. Wir haben das erlebt ähm, an der FU in Berlin. Wir haben das erlebt am Hamburger Bahnhof, als eine Hannah Arendt-Lesung äh, unterbrochen worden ist. Wir haben das erlebt, als ein Student, äh, Shapira mit Namen, in Berlin-Mitte zusammengeschlagen worden ist. Wir erleben Antisemitismus in seiner schlimmsten Form immer mehr. Die Taten, die Zahlen steigen und äh, das äh, ist ja. extremst besorgniserregend. das ist in der mitte unserer gesellschaft angekommen. und wir müssen endlich handeln. aber es geht ja um das publikum, das da so reagiert hat. was hätten sie sich denn als reaktion auf der bühne und im publikum gewünscht? wir reden ja jetzt nicht von den tätern. na ja, gut. wir haben natürlich in der ähm, kulturszene Schon ein, insbesondere bei solchen Ereignissen, ein, durchaus ein Publikum, was vielleicht nicht ganz divers ist, wie man es selber gerne sehe, wo nicht alle unterschiedlichen Perspektiven zu einem Thema repräsentiert sind, sondern wo sich Gleichgesinnte treffen. Und das führt natürlich dazu, dass diese Dinge unwidersprochen bleiben, dass verschiedene Meinungen auch nicht zur Geltung kommen, sondern eine einseitige Meinung. Und in diesem Fall war das eine anti-israelische und eine antisemitische äh, Meinung, die zum Teil auch wie ich persönlich finde, in Ausdruck gefunden hat, durch das Tragen von Palästinensertüchern, ein Stück weit auch gratis muss in so einer Situation sich zu positionieren, wenn man bedenkt, wo man eigentlich ist, nämlich in Berlin, eine geschichtsträchtige Stadt mit einer Verantwortung, historischen Verantwortung, die uns gemahnt, nie zu vergessen, was passiert ist und was letztlich auch zur Gründung des Staates Israel geführt hat, 19 Kilometer vom Veranstaltungsort. Die Berlinale Leitung dagegen betont aber, sie teile manche Aussagen nicht, die da gefallen sind. Aber solange die sich im rechtlichen Rahmen hielten, müsse man die akzeptieren. Sehen Sie das nicht auch so? Sehen Sie, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte heute in ihrem Statement gesagt, dass sie Gespräche führen wird mit der neuen Berlinale Leitung, um das, was passiert ist, aufzuarbeiten. Genauso hat sich eben unser regierender Bürgermeister hier in Berlin Karl Wegner positioniert. Und ich denke, das ist genau das Richtige. Das, was dort vorgefallen ist, hat die Gemüter nicht umsonst erregt. Das war Antisemitismus und dafür darf es in Berlin, darf es hier keinen Platz geben, darf es nirgendwo Platz geben. Nun ist dieser Beifall bei der Berlinale, der da äh, stattgefunden hat am Samstag, für Sie also ein weiterer Beleg für diesen Vorwurf, der ja auch mitschwingt bei der Debatte, die deutsche Kunst- und Kulturszene. Sie haben es eben schon ein bisschen angerissen, aber der sei in weiten Teilen anti-israelisch oder gar antisemitisch. Sehen Sie das Beleg dann? Wissen Sie, wir haben, ich würde nicht pauschalieren. Wir haben dieses Thema und wir haben auch dieses Problem. Aber es gibt auch viele Kulturinstitutionen, die sich dagegen stemmen, die Programme fahren, Dialogformate fahren und die dagegen ankämpfen. Und ähm, auch auf die müssen wir schauen. Von meinem Hause aus habe ich jetzt ein Dialogformat eröffnet, bei dem ich jetzt ab kommender Woche mit allen Institutionen ins Gespräch kommen möchte. Wir arbeiten senatsübergreifend an einer rechtlichen Regelung, an einer Klausel. Ähm, damit diejenigen vom Steuerzahler kein Geld bekommen, die eben antisemitisch sind, aber auch sonst sich diskriminierend verhalten. Insofern ähm, sind wir alle gefördert, gefordert, als Bürgerinnen und Bürger dagegen anzugehen und endlich zu realisieren, dass der Antisemitismus, dass das, was im Bundestag auch seinerzeit beschlossen wurde, Stichwort BDS, dass wir uns mal eingehender damit beschäftigen müssen und den Kampf jetzt mal endlich aufnehmen sollten. Denn das, was jetzt passiert, ist ansonsten ein ähm, Tolerieren von Verhältnissen, die immer schlimmer werden. Ungeachtet dessen, erlauben Sie mir noch kurz diesen Halbsatz, ist es natürlich furchtbar, was ähm, im Gazastreifen passiert. Und das erkennen wir auch an. Auf der anderen Seite muss man ehrlicherweise sagen, dass diejenigen, die sich auf die Bühne stellen und dafür den Heldenmut beweisen, vielleicht auch mal darüber nachdenken könnten, was im Südsudan passiert, wo eine fünfstellige Zahl von Menschen umgekommen sind und mehr als sieben Millionen Menschen auf der Flucht sind. Was in Jemen passiert. Also, es ist schon erstaunlich, dass immer nur ein Konflikt verabsolutiert wird, aber nicht auf die gesamten Konflikte, wo andere Menschen auch eine Stimme bräuchten, die auf sie zeigen. Und weil die Berlinale ja kein Einzelfall ist, Sie haben eben die Documenta-Kontroverse auch nochmal angesprochen, darüber hinaus, was muss da noch passieren, damit wir nicht immer wieder in regelmäßigen Abständen diese Debatte führen müssen, die wir gerade führen? Wir müssen anerkennen, dass wir ein Antisemitismusproblem haben. Und wir müssen endlich aufhören, so zu tun, als wäre es nicht da. Und das ist das Problem, was meines Erachtens ähm, äh, vorherrscht. Und dazu braucht es auf der einen Seite Dialog, auf der anderen Seite klare gesetzliche Regelungen. Und ich bin der Meinung, wenn wir uns dem stellen, und zwar nicht nur auf Landesebene, sondern bundesweit, das zu einem Thema machen, dann werden wir schon sehr bald Veränderungen sehen. Und vor allen Dingen müssen wir sicherstellen, dass die finanziellen Mittel der Steuerzahler nicht denen zugutekommen, die demokratiezersetzend unterwegs sind. <music>